Wie lange warst du blind an diesem Ort eingesperrt? Hunderte Jahre. Bist du sicher, du kennst dich hier aus? Wie meine eigene Westentasche. Hey, hey, hey! Pass doch auf! Ganz vergessen. Wir sehen die Dinge etwas unterschiedlich. Die Dinge unterschiedlich zu betrachten, öffnet neue Wege. Was meinst du? Du siehst in mir nur Böses, weil ich ein Dämon bin. Sei nicht so engstirnig. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Was? Wie ich schon sagte, wir sehen die Dinge unterschiedlich. Wir treffen uns voraus. Ich muss dir was zeigen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Devil May Cry. In letzter Zeit sind ja leider nicht so viele Folgen gekommen, also gar keine, weil ich es irgendwie verplant hatte und sowas. Und ich habe jetzt auch meinen Controller irgendwie verbasselt, muss deshalb den meiner Freundin benutzen. Der ist ein bisschen anders als meiner. Deshalb hoffe ich, dass ich das trotzdem irgendwie einigermaßen hinkriege. Okay, da... Ah, genau. Okay, gut. Am Arsch tut er das, der ist ein Arsch. So, aber erstmal gucken, ob hier noch irgendwas Interessantes ist. Muss natürlich auch mal wieder ein bisschen reinkommen. Oh, ich muss das Spiel nach auf jeden Fall... Oder ich mach das... Nee, ich mach das dann einfach nachträglich in der Aufnahme, mache ich das leiser. Sonst wird das wieder noch komischer. Na egal, So war das, genau. Und... Bam. Jawolle, aber ich will trotzdem nicht über die Handschuhe benutzen. So, was... Da... Ich habe die Seele genau gehört. Ich werde sie mir gleich schnappen. Wo auch immer sie ist. Ich schätze mal da irgendwo. Ja, selber lächerlich am Arsch. So, wo ist die Seele? Ich höre sie doch ganz genau. Nur sehen tue ich sie noch nicht ganz genau. Da drin. So, ah ne, hier, so diesen da. Bam. Sehr gut. Also ich bin jetzt wirklich wieder voll gar nicht mehr so im Bilde, wo hier noch alles geht mit Kombination und sowas alles. Aber lass uns erstmal zulabern. Oder so. Ihr Name war Asiel. Ein uraltes Wesen. Ein Nephilim, wie du. Ich wusste nicht, dass es weitere gab. Die Nephilim waren die dritte Rasse. Leider wurden sie gejagt und getötet. Warum? Sie hielten die Macht von Engeln und Dämonen. Doch anders als diese konnten die Nephilim die Welten durchschreiten. Sie waren wahrlich eindrucksvoll. Und das machte sie zur Bedrohung. Wie mich. Und wie du. Hatten sie großes Potenzial. Solch eine Verschwendung. Du willst dein Potenzial erschließen. Vielleicht kann Asiel helfen. Na dann werden wir gleich mal zu der Huch hinlatschen und gucken, ob die uns irgendwas Cooles geben kann. Erstmal noch hier ein bisschen rumspringen. Naja, war gut, dass wir dem Typi sein Auge zurückgebracht haben. Der ist ja ganz nützlich auf jeden Fall. Ich glaube, das war knapp, aber ja. So, aber hier ist bestimmt auch noch irgendwo irgendwas irgendwie. Vielleicht auch nicht. Ach da. Uch. Oh. Da geht's schon los mit dem Failen, aber ich habe auch nichts anderes erwartet bei mir. Das Licht hat mich halt irgendwie irritiert und ich dachte und ach, keine Ahnung, mir doch egal. So, wie. Ist jetzt echt bis da hinten, ist aber ganz schön weit, oder? Ich bin gerade so verwirrt, aber egal. Ah, deshalb gehe ich auch einfach nach... Nein, Dante, Idiot. Ah, aber man weiß jetzt, wo ich hin muss. Ach, Kacke. Oh. Ich hätte vielleicht vorher mal nach unten gucken sollen. Aber okay, wir sind jetzt gleich bei Asiel. Mal sehen, ob wir da irgendwas Neues lernen.
Ziel? Naja, wohl eher nicht, wa? Oh, jetzt nein, kommt. Ein genau, jetzt kommt der erste Kampf. Jetzt werde ich schon richtig verkacken. Warte mal. Wow, ich sehe gar nichts. Hallo, bist du bescheuert? Hallo, willst du mich verarschen? Hallo, am Arsch. Pisst, Alter, ich bin jetzt schon wieder halb tot, ne? Hier, kriegst du zurück. Ich glaube, so sollte man das eigentlich machen. Aber ja, dass ich fehle, das verwundert ja mittlerweile, glaube ich, kaum noch jemanden. Komm her, du dummes Ding. Nicht wegporten, herkommen. Hallo, was soll denn der Kack? Bam, hier, wieder zurück. Zu dir. Meine Güte, das war ziemlich fail. Und... oh. Hallo, Asiel. Ja. Was gibt? Richtig. Asiel hat den Schlüssel. Schön, aber ich will erstmal die Kackspinnen da töten. Ihr war noch... ich hab die doch genau gesehen, ne? Ich muss alle Spinnen vernichten. Oh, geil, wenn ich eine Statue sehe, muss ich auch mal zu dir. Ich habe ja jetzt zwei Pünktelchen. So, wenigstens das habe ich gerade noch recht gut hingekriegt. Mich ja selber überrascht. So, danach da. Uiuiuiui. Alles so verwirrend hier. Huch, falsche Taste. Aber verstanden. Hat zum Glück noch geklappt. Okay, was auch immer verstanden. Ich hab's auch verstanden. Ach so, ja. Woher kennst du meinen Namen? So, mal wieder in dieser Welt. Ist das jetzt schon die letzte Kette, die wir kaputt machen? Weiß ich gar nicht. Sieht ja fast so aus, ne? Na gut. Dann werden wir die gleich mal zerstören, wenn wir da hinkommen. Was wir ja wahrscheinlich sollten. So. Schauen wir, was passiert. Das könnten wir mal tun. Gibt's da irgendwas Interessantes? Nee, irgendwie nicht. So, okay. Nur ein paar Spinnen. So, wir müssen die Axt auswählen. Huch. Und das Ding zerkloppen. Jawolle. So. Mal kurz ein bisschen am Mikro rumgefummelt. Während da alles einbricht. Spreng die Ketten. Oder so. Uiuiuiui. Dante, du bist hier, weil ich dich nicht beschützen konnte. Ja. Ist ja ganz so hingekriegt. Es tut mir wirklich leid. Sollte es auch. Dein Vater hat sich in mich verliebt. Die Liebe durchbrach strenge, uralte Grenzen. Wir wählten unseren Pfad im Angesicht eines sicheren Endes. Na toll. Nie bereuten wir unsere Entscheidungen. Doch wir ließen dir nie deine eigene, mein Sohn. Nun wirst du endlich diese Wahl haben. Du wirst große Macht besitzen. Juhu. Eine Macht, mit der du deinen eigenen Pfad wählen kannst. Das, mein Sohn, ist Freiheit. Yeah. Sei tapfer, mein Sohn. Ich liebe dich. Och, Mama. Ja, toll. Ja, den Dämonentrieb habe ich gekriegt, okay. Aber an sich muss ich nur mal gerade sagen,
dass die Eltern von Dante ziemlich scheiße waren. Ich meine, ja, Liebe und so, aber die haben Kinder gekriegt, obwohl sie wussten, dass die Kinder nur Probleme kriegen, weil sie dann halt Nephilim sind. Also ist das doch voll Panne. Es ist ziemlich gemein, aber egal. So, wir haben jetzt diesen Dämonentrieb da gekriegt. Und damit können wir coolen Scheiß machen. So, wie war das zum Aktivieren? Ach so. Die beiden. Hallo. Warum aktiviert er nicht? Ich weiß auch nicht warum, aber das finde ich jetzt nicht so toll. Warte mal, ich muss mal kurz die Steuerung angucken. Steuerung. So, ja, springen. Ich muss jetzt nochmal kurz noch alles neu einstellen. Das könnte jetzt dauern. So. Hey, was ist denn, was sind denn das für Knöpfe? Ich weiß echt nicht, wie die Knöpfe funktionieren. Also muss ich jetzt mal rumprobieren. Warte mal, was könnte es denn sein? Ah, doch, okay. Es war doch die Sticks runterdrücken, aber es hat nur anfangs nicht geklappt. Oh. Huch. Und jetzt gibt's auf die Schnauze. Okay. Ja, ja. Ach verdammt, ich will die hier. Okay, hat jetzt nicht allzu lange gehalten, aber immerhin ist mein Leben fast wieder voll. Lass mich in Ruhe. Komisches Ungeheuer mit der Motorsäge. Oh toll, der ist runtergefallen. Na gut, warum auch nicht. Also haben wir jetzt erstmal wieder einen krassen Modus gekriegt, womit wir jetzt viel mehr rumbashen können. Du bist kein Mensch, danke. Ja. Auch sehr praktisch, bist du davor geschützt. Dante. So. Oh, richtig, der Turm. Auf dem Weg. Der Turm. Ja, erstmal hier Spinnen töten, das ist sehr wichtig. Ungeziefer weg. Ich will ja alle meine Punkte kriegen. Hallihallöchen. Ich wusste doch, dass hier was kommt. Das war ja so klar. Och nö, weißt du, ich hasse diese Viecher. Ah, komm her. Runter. Huch, weg, 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 weg. Und auf die Schnauze, ihr alle. Bada bam. Ach, verdammt, die kann ich damit nicht ranziehen. Ey, hallo. Pizzelt euch alle. Aber alle mal sowas von. Wahrscheinlich wollen die mich jetzt dazu treiben, den Dämonentrieb einzusetzen. Wäre zumindest logisch, weil ich den ja gerade freigeschaltet habe und so. Aber nö, noch nicht. Oh oh. Jetzt geht der, glaube ich, ab, weil ich seinen Kumpel kaputt gemacht habe. Praktischerweise kann man hier so gut ausweichen. Und du kriegst auch auf die Schnauze. Bam. So. Ich habe keine Lust auf die dumme Hexe, muss ich ehrlich sagen. Aber ich wollte eigentlich diesen da machen. So, herkommen, dummes Biest.
So, Postwenden zurück gibt's das natürlich. So. Und auf die Schnauze, ihr alle. So, jetzt haben wir nur noch die eine Hexe da. Oder? Ne, stimmt. Ach, Quatsch. Das Schutzschild war nur, weil die Hexe andere schützen kann. Boah, ich bin wieder voll verplant, wie man sieht, aber... dann doch gar nicht so schlecht durchgekommen. Ich will auf jeden Fall erstmal da hoch. Da ist nämlich ein Schlüssel. Aber erstmal hier... komm, das Leben hätte ich nämlich gern. Hallo, wie soll man da rankommen? Boah, das ist doch nervig. Wie soll ich denn an das Kackleben rankommen? Das ist echt zum Kotzen, ne? Ich kann sowas einfach nicht ab. Hä, das muss doch gehen. Geht doch. Da ein bisschen Leben. Dann kriege ich das Leben da hinten auch noch. Das muss jetzt sein. Egal, dann muss es halt nicht sein. Mir doch egal. Huch, nee, ich wollte hier nichts wechseln. Ich will nach da oben. Nach da will ich. Mal sehen, wie komme ich denn am dümmsten hin? Ob ich da irgendwie... da um die Ecke ist wahrscheinlich eher nichts. Dann kann ich ja quasi also erstmal nur hier lang. Geil, eine Statue. Wie komme ich? Ich will da rein. So, was war da? Verbesserung. Ich habe ja 3 Verbesserungen. Geil, jetzt sogar 3. Fertigkeiten brauche ich jetzt nicht unbedingt. Rebellion habe ich schon fertig. Stimmt, ich mache einfach erstmal die Handschuhe weiter voll. Nö. Und fertig haben wir die. Gut. Und dann kann ich später mal den Rest irgendwann machen. Ich will da rein. Wie komme ich denn hier hin? Ich laufe nochmal kurz zurück. Oh, guck mal. Ach, da komme ich noch nicht lang. Das ist kacke. Das ist echt nervig. Jetzt, wo ich gerade gesehen habe, wie es gehen könnte. Und dann komme ich da doch nicht hin. Dazu fehlt mir nämlich leider noch was. So muss ich... ich muss da lang, oder? Warum ist denn da noch was? Täte mich jetzt mal interessieren, aber ich weiß nicht, ob ich dadurch nicht irgendwie aussehen dann zurücklaufe. Ach komm, lass mal es einfach mal gut sein. Auch wenn es mysteriös ist und ich aber voll was Krasses verpasse, dann kann ich das jetzt auch nicht mehr ändern. Hallihallöchen. Och, ich denke mal, wenn so eine Landesequenz kommt, dass gleich ein paar Monster kommen. Aber das ist gar nicht immer so. So, wo haben wir denn die Seele? Ja, ich weiß, dass ich das Film kaputt machen kann. Das mache ich gleich schon immer gemacht. Fall runter, du Kackviech. Ach, du bist doch scheiße. Ich weiß, ich sehe gerade nicht so viel, aber egal. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Kugel kaputt sind. Sind sie auch. So, du fällst mal runter oder so. Oder so, ja. Hat die Harpy jetzt ihre... also den Typi da ist. Ja, nicht unbedingt verbindet, aber der hat den Typi kaputt gemacht, oder? Ich habe es richtig gesehen, würde ich sagen. So. Egal. Kaboom! Komm, her du Kackviech. Was soll denn der Kack? So, komm her. Ach, noch mehr. Na toll. Verpisst euch einfach alle. Ich will nicht die, ich will die kleinen Flugviecher kaputt machen, meine Güte. Doch alle einen Arsch offen. Oh, guck mal, Leben. Und anderer Scheiß. So, hier. Ach, jetzt auf einmal nimmt er natürlich die, ne? Das ist ja so typisch. Was soll denn der Kacke? Wollt mich doch alle hier verarschen. So, du stirb auch und du kommst her hier. Ach, Hallihallöchen, der Hexe kommt auch mal wieder ran. Stopp, stopp, stopp.
Wow, Alter, was war das denn jetzt gerade? Krasser Scheiß. Auf jeden Fall. Ach, ich will nicht von dem Kack. Zuerst gebrochen, ihr Idioten. Pisst euch alle. Die regen mich gerade schon. Huch, so ein bisschen auf. Ah. So. Nein, spring. Wow, oh, das war knapp, glaube ich. Boah, ich glaube, es ist. Ich glaube, man merkt schon, dass ich hier gerade nicht so durchblicke, oder? So. Sterbt ihr Kakapien. What the fuck, Alter? Was soll denn der Scheiß? Ich kann mich doch nicht einfach runterwerfen. Oh, ist das jetzt wahr? So, das wollte ich doch nur, nichts anderes. Und die Kakapien, die kriegen auch mal wieder auf die Schnauze, die können langsam mal sterben, ne? Ich wollte zwar das Schwert nehmen, aber so geht's natürlich auch. Oh geil, die haben mir Leben hier gegeben. Das finde ich ja sehr praktisch. Wow, wow, wow. Hallo. So mag ich das aber nicht, ne? Oh, die Kamera zentriert sich immer so langsam nur. Huch, das war knapp. Wow, Alter. Ja, ich... Huch, da. Nein, hier. Da. Die sind da. Oh, oh. Verdammt. Hier, Post wenden zurück, du dumme Hexe. Und auf die Schnauze. Geht doch endlich. So, jetzt nochmal die Kakapie da und dann... Habe ich es endlich geschafft, ey. Komm her. Alter, war das schlecht. Zweimal runtergefallen, kaum noch Leben.